Hallo Leute, ja, ich habe ja auch schon ein Video gemacht, wie man den Anterior-Jailbreak für iOS 5.0.1 mit RedSnow durchführt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar ist das, wenn ihr jetzt schon einen Anterior-Jailbreak habt, da gibt es die Möglichkeit, einfach bei Cydia sich ein Paket runterzuladen, das zu installieren. Und dann habt ihr ein Anterior iOS 5.0.1 Jailbreak. Das geht aber noch nicht für das iPhone 4S und das iPad 2. Das kommt aber alles noch. Und dazu mache ich auch ein Video, wenn der rausgekommen ist, der Jailbreak. Ja, was müsst ihr machen, um den Tethered Jailbreak zu einem Untethered Jailbreak zu machen? Ihr geht erstmal auf Cydia und aktualisiert euch das erstmal. Dazu geht ihr auf Änderungen und da findet ihr dann auch hier unter C den Corona 5.0.1 Untether. Das ist dann das Paket, was ihr euch runterladen müsst. Da geht ihr dann einfach rauf. Und installiert euch das ganz normal. Wie ganz normale Pakete von Cydia einfach installieren. Also einfach hier oben rechts auf Installieren. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, war es das auch eigentlich dann schon? Und jetzt habt ihr ein Untethered Jailbreak für iOS 5.0.1. Ja, das war's.